Piep. Oh mein Gott, ich bin stecken geblieben. Nein. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Und zwar sitze ich hier im Auto, wie man unschwer erkennen kann. Und ich werde mich jetzt dann auf den Weg machen nach München zu einer Freundin. Und spontan dachte ich mir einfach, ich versuche mal einen Vlog draus zu schneiden. Ich nehme auf jeden Fall mal die Kamera mit und schau mal, was so dabei rauskommt. Und genau, ich fahre jetzt los. Also, los geht's. Jetzt erfolgreich angekommen. Willst du auch was sagen? Hallo. Auf jeden Fall, das ist voll witzig. Ich war hier halt mal vor ewig langer Zeit. Okay, so lang, ja. Aber es ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall. Gehen wir jetzt hier gerade Gassi. Und oh mein Gott, da ist einfach eine Stelle, da kann ich mich noch voll gut dran erinnern. Da haben wir einfach, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir waren da drin irgendwie im Wasser. Wir waren so richtig baden, aber es ist halt irgendwie nur so ein Bach. Wir können ja mal da hingehen. Wer findet den Hund süß? Lasst einen Daumen hoch da. Ich weiß noch, wie wir da planschen waren. Ja. Aber hallo, das ist ja auch mal mega cool. So ein Bach. Geht sie eigentlich ins Wasser? Oh, ich hab mir gerade voll Korb gegeben. Ich wollte nicht so streichen. Was? Ich hab. Nee, die geht nicht ins Wasser. Teil, schreibt es mal in die Kommentare. Oh mein Gott! Okay. Locker 50. 50? Alter! Okay. Ich bin gescheitert. Vielleicht doch eine? Das waren jetzt schon zwei. Schafft sie mehr wie ich, ja oder nein? Ich habe auch eine geschafft. Ey, ich war da nicht auf. Teil! Eine schaffst du? Ich geb's auf. Ich finde total gruselig. Ich stand noch nie auf so einem Ding, okay? Ich kenne das nicht mal. Echt jetzt? Wait, nicht so schnell. Saini, komm. Oh mein Gott, ich bin stecken geblieben. Nein. Doch.
Oh mein Gott, ich dachte gleich, ich muss jetzt die Feuerwehr rufen oder so. Ja, das kann ich auch noch nicht so ganz beurteilen. Aber ich finde den gar nicht schlecht. Sieht doch fett aus. Weiß ich nicht. Ich kann sie ja nicht mal bei mir beurteilen. Ich finde das eigentlich voll geil, so den Style mit dem Riesenpulli. Ja, ich auch. Ich mag so lange und weite Pullis voll. Ja, irgendwie ist es schon cool. Also, ja, von der Seite schaut es halt schon irgendwie. Ich weiß auch von vorne nicht so. Sieht es aus, als wäre ich. Nein. Schaut voll gut aus bei dir. Vorbildlich mit Fahrkarte fahren, natürlich. So, das ist das Ergebnis von dem heutigen Shopping-Tag. Vielleicht mache ich auch noch so einen kleinen Haul, wo ich alles zeige, aber auf jeden Fall ist es viel zu viel, was ich gekauft habe. Also ich mache jetzt hier auch wieder so einen kleinen Haul, was ich mir gekauft habe. Und zwar die Hose, also einfach eine ganz normale Jeans, aber die sitzt voll gut und so. Und so ein Oberteil. Also ja, so ein Pulli halt mit so komischen, ja, Streifen. Kann man eigentlich überall dazu anziehen, denke ich. Also ja, ist jetzt nicht so was Besonderes. Dann habe ich mir hier einfach nochmal so einen Pulli geholt. Genau, der ist halt schön fett und warm. Also der Pulli von gerade war von H&M, genauso wie das Oberteil. Das ist einfach schwarz und hat da so einen Glitzerrand an beiden Seiten. Dann habe ich mir hier so ein Überkreuzteil gekauft. Allerdings muss ich sagen, dass mir das, also dass das für meine Brüste fast schon zu klein ist, weil das soll wahrscheinlich hier so der Ausschnitt sein. Und wenn ich das richtig anziehen würde, dann würde es so aussehen und das wäre halt schon ein bisschen krass. Aber sonst ist es eigentlich voll gut, also voll bequem auch und so. Also einfach schwarz und halt mit den Überkreuzteilen. Weil ich habe schon so ein Oberteil. Allerdings, da das kann ich fast schon nicht mehr anziehen, weil das ist halt zu sexy. Und das geht halt noch einigermaßen mit den Überkreuzteilen. Oder wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Genau, hier. Man sieht es halt nicht so gut. Oh mein Gott, Leute, jetzt kommt mein neuer Lieblingspulli. Der ist einfach so fett. Und bequem und oh mein Gott, also er ist halt einfach riesig. Also das ist, glaube ich, Geschmackssache, aber ich liebe so Riesenpullis, einfach so zum Chillen und keine Ahnung. Der ist halt echt riesig, der hat auch so eine Kapuze halt und so, ja, keine Ahnung, Bändel. Und das ist echt Geschmackssache, aber ich weiß jetzt schon, dass ich den wahrscheinlich nur noch anziehen werde, weil ich halt so Riesenpullis liebe. Und ja, auf jeden Fall werde ich, glaube ich, nur noch mit dem rumlaufen. Dann habe ich mir eine Handyhülle gekauft. Die habe ich einfach zufällig entdeckt. Weil ich finde irgendwie fast nie Handyhüllen für mein Handy. Also 6S habe ich. Sondern immer nur für 6er, also fürs Normale. Und da fand ich die echt ganz cool. Also ich meine, das ist auch Geschmackssache, aber habe ich mir auf jeden Fall mal mitgenommen. Und als letztes versteckt sich in der Riesentüte jetzt noch eine Tasche. Die werde ich euch zeigen. Und zwar sieht die so aus. Ich fand die echt mega schön für 20 Euro. Und was halt auch gut ist, man kann sie zumachen. Also das sind halt Reißverschlüsse. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Sonst kann man da so leicht was klauen. Also das kann man hier zumachen. Was auch richtig gut ist, dass halt noch so ein
größerer Griff dran ist. Also man kann die eben auch so halbseitig umhängen, sage ich mal. Und die ist halt auch ziemlich groß. Also ich glaube, da geht schon einiges rein, weil ich kann euch mal meine alte Tasche zeigen. Da sehen die Henkel so aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder sieht wegen dem Licht, aber die Henkel sind halt einfach richtig am Arsch. Aber sie hält noch. Also die war auch mega gut. Ich glaube, die war von H&M sogar. Aber da habe ich dringend eine neue gebraucht. Und die habe ich jetzt eben von New Yorker. Also ich finde die echt mega schön. Und ja, das war es jetzt auch schon wieder. Ich muss jetzt hier mein Schlachtfeld wieder aufräumen. Genau, und dann werde ich mal das Video schneiden. Also Leute, das Licht ist hier mal wieder richtig geil, nicht? Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder im Auto und fahre jetzt dann wieder heim. Und die Melli kommt mit. Nee, Spaß, eigentlich nicht. Also, sie macht nur mal Probesitzen in meiner Karre. Nee, Spaß, in meinem Auto. Ja, auf jeden Fall, wenn das jetzt hier der Abspann wird vom Video, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ein bisschen unterhalten. Und ich würde mich natürlich selber einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar oder ein kostenloses Abo freuen. Haut rein und wir sehen uns. Ciao. Tschüss.